Lieber Löwe, ich beginne mit dir, denn du hast die Sonne in deinem Zeichen. August 2020 scheint ein hektischer und spannungsreicher Monat für dich zu sein. Es kann ein ernsthaftes Thema geben, das dich belastet und eine mühselige Arbeit von dir verlangt. Bis zum 8. des Monats bildet Merkur eine Opposition zu Pluto, Saturn und Jupiter. Während der ersten Monatswoche steht dein Fokus direkt oder indirekt auf die Sicherung deiner materiellen Existenzgrundlagen. Du könntest Schwierigkeiten haben, eine Angelegenheit zu regeln, die mit dem Themen Job, Versicherung und Finanzen verbunden ist. Zwischen 1. und 4. bilden Mars und Jupiter einen Spannungsaspekt, in diesem Fall heißt es eine Quadratur. Und das heißt, an diesen Tagen hast du besonders viel zu tun, um alltägliche Belange und Beziehungen erfolgreich zu meistern, bräuchtest du eine hohe Dosis an Geduld. Einfühlungsvermögen ist auch wichtig, genauso wie Flexibilität an diesen Tagen. Die Energie dieses Aspekts wirkt sich besonders anregend auf die Themen Urlaub, Reise und schriftliche Arbeiten. Am 3. August haben wir unseren Vollmond in Wassermann. Die Beziehungen zu einem Menschen werden sich bald deutlich verändern. Es kann sein, dass jemand sich unabhängiger und freier entfalten möchte und dies kann bei manchen Löwen zu einer Trennung führen. Zwischen 10. und 13. August bildet Mars einen Quadrat zu Pluto. Das ist ein nicht so guter Aspekt, das heißt Konflikt- oder Spannungssituationen können sich leichter als sonst ergeben. Unannehmlichkeiten mit Chef, Amt oder Vorgesetzter sind nicht auszuschließen. Wenn du irgendwohin verreist bist, dann solltest du dir über manchen Gefahren im Klaren sein. Am 14. bildet der Mond in Zwillinge einen Sextil zu Mars. Gesellschaftliche Anlässe können für viel Abwechslung und Unterhaltung sorgen. Am 15. ist Uranus rückläufig in Stier und diese Rückläufigkeit des Uranus bleibt bis Anfang 2021. Das heißt, bis dahin wirst du dir beruflich ein neues Ziel setzen, was sich auf deine berufliche Zukunft stark auswirken wird. Im Bereich der Finanzen solltest du neue Wege finden, dein Geld zu sichern und dein Einkommen auf Dauer zu verbessern. Zwischen 16. und 18. August bildet Venus einen harmonischen Aspekt zu Uranus. Wahrscheinlich wirst du dich mit deiner Familie oder Freunde gut unterhalten können. In der Liebe kann sich etwas Neues ergeben mit dieser Konstellation. Am 19. August haben wir unseren Neumond in deinem Zeichen. Du wirst bald den Mut finden, eine Sache vollständig zu klären, die dir Angst macht. Zwischen 20. und 24. bilden Saturn und Mars einen Spannungsaspekt. Körperliche und geistige Überanstrengung sind möglich. Andere Menschen können dir gegenüber etwas kritisch und abwertend sein. Sieh dich zurück, anstatt dich einer Konfrontation zu stellen. Das würde ich dir empfehlen. Zwischen 25. und 29. haben wir Merkur-Trigon mit Jupiter. Eine wichtige Geldinvestition kann an diesen Tagen notwendig sein. Möglicherweise wirst du viel mit einem Menschen reden und alles erzählen, was dich beschäftigt. Vergewissere dich bitte, dass dein Zuhörer dich wirklich versteht. Und dann zum Schluss, zwischen 30. und 31. August bildet Venus eine Opposition zu Pluto.
die Beziehungen zu einem Menschen sind mit dieser Opposition, mit viel Spannung, Geheimtuerei und Unehrlichkeit verbunden. Mein lieber Löwe, das war August 2020. Wenn du eine individuelle Prognose brauchst, meine Daten findest du bei der Videobeschreibung. An dieser Stelle wünsche ich dir viel Glück für August 2020. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns wieder beim nächsten Video.